Oh, hey und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia. Das mal direkt die Definitive Edition. Lass mal zurückgehen hier den ganzen Weg. Und warum ist das Ding schon wieder abgelaufen? Gut, weil da scheint schon der richtige Weg zu sein und wir wollen noch nicht richtig sein. Wir wollen erstmal falsch sein wegen Schätze und so. Und ja, keine Ahnung, warum das Gebiet, wo wir hier nach links gehen können, so weit, so groß ist und so, aber anscheinend wollen wir da erstmal hin, ne? Weil da, nein, geh aus dem Weg, du fettes Ding. Boah, ehrlich. Jetzt diese Seelenwissfische. Oh. Und jetzt sind schon wieder die ganzen Dinge ausgegangen. Was ist das? Ja, ich sehe schon, wie du hier hinter den Reihen versuchst, willst dich an mich anzupirschen, aber klappt nicht. Oh, ich habe vergessen, zu googeln, warum die Gegner die ganze Zeit wegrennen. Ne? Und ich habe, ob ich der Einzige bin, der so nervig finde. Ey. Ich kämpfe gegen Gegner, die überhaupt nicht kämpfen wollen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Soll ich mich da irgendwie erfüllt fühlen, wenn die Gegner nicht gegen mich kämpfen wollen oder was? Das ist doch nicht gut. Ja, gut. Aber wir mussten gegen das Ding kämpfen, weil er halt nicht aus dem Weg gehen wollte. So, dann gehen wir mal Bobby. Danke. Führe uns, alter Mann. あんたみたいにあんのんとした生き方してないのよ。人生ってのはこの森みたいなもん。曲がりくねってからね。ああ、この森落ち着くわ。バカほっといていくぞ。話は最後まで聞いてよ。んで、その人生って名前の森の中で今も迷い中って言いたいのか。あら、分かった。それ以前に今私たちもこの森の中で迷ってるんです。 Alles klar. Schwächetrank. So, sie gehen immer noch weiter. Ey. Sag mal. Nach sind wir jetzt hier im Kreis gelaufen oder was? Das ist eine Truhe. Nee, doch. Verdammt, wie treffen die Dinger mich immer von hinten? Das macht mich so, ich könnte euch alle kaputt ballern. Ja, ich wechsle einfach das Ziel, ne, wenn einer näher kommt. Immer gut, habt ihr den gesehen. Oh, Zauberabwehr. Wollte ich nicht. Was ist das? Wer wächst? Das Siegel des Feuers zu betreten. Und mich stört halt irgendwie, dass die nach jedem zweiten Schuss schon auf der Fresse fliegen. Ich treffe die nie mit meinem dritten Schuss. Boah, er ist halt ziemlich mit. Erst halt sie mich mit erster Hilfe und dann haut sie doch Krankenschwester raus. Ey. Stimmt mit denen nicht, Estelle. Oh Junge, ich bring dich um, du Mist. Alter, gibt's doch einfach nicht. Hasenpfote, erhöht das Glück. Hier kann zunehmen. Ich weiß gar nicht, was Glück macht in diesem Spiel. Ich nehme an, kritische Treffer, ne?
So, wir tun uns mal hier. Ich nehme an, wir laufen jetzt hier so zurück, ne? Oder auch nicht? Okay. War nicht irgendwie noch ein Weg? Also alles so kleine Viecher und dann so ein Riesen. So, da kann ich zum Beispiel nicht hin. Irgendwo konnte man so von links aus hingehen, ne? Oder bin ich jetzt ganz blöd? So, hier konnte man. Nee, warte mal, einfach noch weiter zurück, glaube ich. So, hier konnte man so nach unten, glaube ich. Ich weiß es nicht. So, jetzt noch mal ein anderer Ort. Ja, wollte schon sagen. So. In diesen Bären will ich kämpfen. Boah, du bist hier. Dankeschön. Wollte schon sagen, Bastardschwert und Kettenpeitsche habe ich, glaube ich, alles schon, ne? Wohl bei Bastardschwert bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber für ihn auf jeden Fall. Ha! Habe ich noch nicht. Objektwerfer und Kammerjäger. Genau, das konnte ich mir noch nicht herstellen, irgendwie. Kettenpeitsche hat sie schon. Na, du, komm mal her. Okay. Oh, ist das so ein Giganto-Monster? Für diesen Richard? Lass uns abhauen, solange es noch geht. Grüne Gefahr. Ja. Wieso sieht doch nicht so. Sieht doch jetzt noch nicht so. Einfach weiter auf den drauf, ne? Oh, dann kippt er um. Ich weiß nicht, was das macht, aber wird schon was bringen, ne? Alter, ich sehe gerade, der hat 34. Komm, da kriegen wir doch das Viech. Das macht doch irgendwie nicht so viel Schaden, oder vielleicht doch. Irgendwie will ich das Viech erledigen. Ach ja, stimmt. Stimmt. Autsch. Ja, und der hat weh getan. Schaffen wir das Viech? Ja, wenn wir abwehren, geht das doch. So, du setzt einfach hier. Wir gehen halt mal ein bisschen strategisch schlagen. Voller Arzt pflegen. Hm. Oh, warte, jetzt ist Zell, ja. Hau. Dieser Angriff, ne? Er hat gar nichts abgezogen. Schwäche Feuer, dann setzt auch Feuer ein, Mann. Was stimmt mit der nicht? Da müssen wir wieder hier wieder einen auf Gattuso oder was? Dann ist das Ding nicht so stark, so wenn er mich fragt. Kommen irgendwie nie zum Angriff, da ist das Problem und ist halt schon wieder. Komm mal her. Ja, diesen auf diesen Angriff kann ich ruhig verzichten, ja. Oh.
Alter, geht doch mal ein bisschen noch. Oh. Weiß nicht. Ja, komm, dann rennen wir eben weg. Ja, gut gemacht. Kommen wir eben anderes Mal wieder. Ja, kein Ding. Ich hoffe nur, was auch immer hier als Boss irgendwann kommt. Da kommt doch bestimmt ein Boss. Wird uns nicht so sehr wehtun. Was wollte ich jetzt? Strategie wollte ich jetzt wieder umändern. Ja. Gut. Das sah jetzt nicht irgendwie so riesig aus, als ich da jetzt dem angefasst habe, aber gut. So, wo muss ich jetzt noch mal hin? Hier, ne? Nee. Warte, was? Boah. Ich hasse solche Labyrinthe, ey. Wenn ich wesentlich eine Karte hätte oder so, eine Karte muss bei mir immer, muss es bei mir immer geben, sonst geht bei mir nicht. Bin ich verloren. Ja, wir speichern mal, weil keine Ahnung, kann ja noch ein Boss oder irgendwie so was kommen, ne? Weil nur gucken, ob ich das abschießen kann. Das hat zwar bisher noch nicht funktioniert, aber hätte ja sein können. Au. Au. Komm her, hallo. Das war der Rita, ist vergiftet. Ich will nur anmerken, ich habe ein paar Tränke des Lebens hier verballert. Also, boah. Also der Boss, der hier am Ende kommt, welcher auf jeden Fall bestimmt irgendwie kommen wird, sollte am besten nicht so stark sein. Ach, jetzt habe ich ja hier auch alles wieder hier. So. So, niemand will Rita heilen, alles klar. Dann ja, warum muss man Dreieck drücken? X macht irgendwie gar nichts. Also warum nicht direkt X drücken? Das verstehe ich nicht. Warum muss man Dreieck drücken, um eine Art aus im Menü zu aktivieren? X macht da sowieso nichts. Also was? Also ja, boah. Samen. Geh weg. So, setz mal Over Limit ein. Der war gut, ne? Also normalerweise sind so Mimics irgendwie stärker, ne? Also allgemein in Rollenspielen würde ich jetzt mal so sagen. Wo kommt denn der zweite Dolch? Reicht mir die Flosse, Bruder. Vampirgebiss. Limit-Trunk. So. Vielleicht auch mal öfter machen, aber ich denke immer, ich kann den Gegnern ausweichen, dann treffen sie mich immer. So, wieder eine Abzweigung. Hier ist falsch. Komm. Wie? Wie machen die das, ey? Was ist das? Das ist nur ein. Ah, ist nur eins, okay.
ein Schwert. Das hat nur der anderen Hand hat er sein Dolch. Der irgendwie nicht so zum Kämpfen nutzt, also warum hat er den überhaupt? Fall um. Da komm mal her. Boah, jetzt ist das schon weg. Guck sich meine Dinge an von Carol. Man ist da ein dickes Schwert. Na, wie sieht's aus? Ja, schon 3 Sterne. Und da ist eine Truhe. Und da geht schon wieder weiter. Oh. Deswegen wundere ich mich immer, wo geht's hier weiter? Alter. Er will mich verarschen. Sehr gut. Ich hasse halt, wenn die eigenen Angriffe irgendwie langsamer sind als die von den Gegnern, ey. Kannst ja gar nicht zurückschlagen. Satt. Da hat mir Natalia irgendwie besser gefallen, so von der Steuerung. Hat irgendwie wesens besser getroffen, ey. In seine Pfeile sind ja winzig, ey. Wie soll ich denn da irgendwie die Gegner treffen mit? Du. Boah. Du. Boah. Sie mit ihren Riesenknüppel haut den eine über. Kommt mir nicht und boom. Sehr gut. Da oh, jetzt habe ich keinen Dings mehr für ein Sandwich. So, lass mich mal erkunden. So, da geht gar nicht weiter. Okay, gut, haben wir das gelöst. Oder war ich hier irgendwo? Nee, okay. Oder? Boah. Weil bin ich denn hier schon reingegangen? Gut. Dann haben wir den Weinweg. Sehr gut. Finde ich gut. Da kann man ja nur richtig sein. Also falsch, was richtig ist. Dann gehen wir mal da lang. Kann ich auch nicht vorbei. Gut. Sehr gut. Da ist noch ein Speicherpunkt. Der uns voll geheilt hat. Gut. Warum? Kommt da so was von Boss? Finde ich aber gut, dass wir vorher geheilt werden. Also. Was haben wir denn hier? Das ist eine Truhe. Wow, wie komme ich an diese Dinger vorbei? Ist mein Ring irgendwie stärker werden oder was? Okay, Boss, habe ich mir schon gedacht. Also ja, offensichtlich. Aber so, solange du nicht irgendwie so stark bist wie dieser eine Bär, der hat genauso viel AP. Weiß das Level 25. Okay, Schwäche Feuer, Licht und Dunkelheit. Boom, 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 boom. Perfekt. So, wir machen direkt Overlimit.
Und der hat ein Schild. Alter. Wie viel Schaden hast du an Yuri gemacht? Okay, ich dachte, da wäre irgendwas am Boden, weil er auf einmal so schwarz war. Yuri, kannst du mal aufhören, auf der Fresse zu kriegen? Ich habe ihn irgendwie nur die ganze Zeit wegfliegen sehen. So, ich muss aufpassen, da kommt gleich ein Dings. Da. Boah, das, wie willst du denn das schaffen? Das ist für eine Millisekunde. Ich weiß die ganze Zeit jetzt R2. Auch. Oh. Das Ding ist aber... Ja, toll. Weil der ruft doch gleich irgendwie legen oder so. Das schon. Ja. Oben. Ich ball einfach. Wie hat sie denn schon alle ihre Dingens hier verballert, ey? Estelle, Mädchen. Na, jetzt aber. Was? Wie willst du denn? Das ist für eine Millisekunde nur. Ist der wie zum Teufel tust du all deine Dinger schon verbauen? Mädchen. Rita hat auch noch alle ihre Dinger. Na, der ist aber relativ einfach, der Boss. Ist das? Wow. Ich hab gesagt, frisst das. So. Und jetzt ballern. Baller was das Zeug. So graziös. Wie eine Antilope. Ja, verdammt, wollte ich gar nicht. Da. Wie willst du das? Oder ist das noch nicht ein Zeichen dafür? So, jetzt. Habt ihr den gesehen? Er sah irgendwie aus, hätte ich Yuri irgendwie auch damit weggehauen. Yuri, geh ein bisschen auf Abstand. Ich habe dich, glaube ich, so eingestellt, dass du irgendwie abhaust, wenn du niedrige AP hast. Also ich baller den hier echt gemütlich gerade ab, also. Ist wie dieser, boah, sollte ich posen. Ist wie dieser eine Boss hier gegen, wo wir Rita gesteuert haben. Da habe ich auch die ganze Zeit Feuerbälle abgeschossen und dann, aua, lief das. Warum gehst du denn jetzt die ganze Zeit auf Rita los, ey? Jetzt hätte ich nichts dagegen, wenn du auf mich losgehst. Also ich kann schön aus der Ferne ehrlich abknallen. Oha. Na komm. Boah. Rita, geh auf Abstand. Boah, sie geht auf Abstand und dann geht sie wieder voll auf ihn los, ey. So. Oh Gott, der geht auf mich los. Was ist mit dem auf einmal los? So, Bams. War jetzt nicht so schwierig.
Neues Rezept kreiert. Pudding. Okay. Warum kommt ja auf einmal so eine heroische Musik? Okay. Hi. Okay, danke schön. Duke. Wir haben doch vor Ewigkeiten in dieser einen Festung getroffen. してどうする？それはもちろん。いや、それがあれば、ブラスティアの暴走を止められるかと思って。前にもブラスティアの暴走を見たの。エアルが暴れて、どうすることもできなくて。それは歪み。当然の現象だ。いつ？み？あの、危ないところをありがとうございました。エアルクレーネには近づくな。 So wie der die Monster hier platt macht, kann der doch locker hier spazieren gehen. まさか、あの力がリゾマータの公式。ここだけ調べてもよくわからないわ。他のも見てみないと。他のか。さっきの人、世界中にこういうのがあるって言ってたね。ああ、言ってたね。それを探し出して、もっと検証してみないと確かなことは何もわかんない。じゃあ。 Alles gleichen. Boah, jetzt bin ich den ganzen Weg wieder rauslaufen, ne? Boink. Gut. Ich habe ein neues Rezept. Pudding. Okay. Weiß aber nicht, wie ich das gelernt habe, aber ich habe es gelernt. Da kann man nicht hin. Das können wir immer noch nicht kaputt machen. Dann gehen wir halt raus. Ich hätte wünscht mir irgendwie, es gäbe irgendwie so was wie ein Fluchtseil oder so. Da muss ich nicht immer den ganzen Weg zurücklaufen. Das ist doch schon ein ganzes Stückchen. Ja, und ich dachte irgendwie so Abkürzungen hätten sich aufgetan, aber nö. Vielleicht schaffen wir jetzt diesen Bären. Ne, lass mal lieber. Lass mal gucken. Hier ist noch ein Speicherpunkt, lass da auch mal speichern. Wir hatten noch gar nicht gespeichert, okay, gut. War es vielleicht sogar eine gute Idee, gespeichert zu haben. Bin ich hier schon hingegangen? Nö. Zitronengummi. Und ist auch noch mal ein ganz eigenes Gebiet, ey. Aber wenn ich hier zurückkomme, ne? Mit Fähigkeit, Ringen oder was auch immer.
mit dem ich irgendwie die Dinger ja wegmachen kann, diese Büsche, die waren in diesen einen Wald auch schon. Dann werde ich ja nie wieder zurück können. Boah, willst du mich auf den Arm nehmen? Okay. Hier, ne? Ja. Ich bin jetzt da rechts eigentlich nur wegen Zitronengummi gegangen, ne? Boah, ich habe gerade so Hunger, ey. Ich muss gleich was essen, ey. Mir knurrt gerade so in der Magen. したのか。暴れまくってた魔物が突然おとなしくなって逃げやがった。何やった？でもビッグボス、エルの暴走が止まったから。僕たちがエルの暴走を止めたから魔物もおとなしくなったんです。エルの暴走？ほう。何、おじいさん、あんたなんか知ってんの？ いやな、ベリウスって俺の古い友達が、そんな話をしてたことがあってな。ドンが南のベリウスと友達って本当だったな。何よ、そのベリウスっていうの。ノードポリカで闘技場のボスをしてる人だよ。ノードポリカ？What？え？リアルの暴走がどうしたって？ 本当大変だったんです。すごくたくさん強い魔物が次から次へと。でも坊主、そういうことはな、ひっそり胸に秘めておくもんだ。え、誰かに認めてもらうためにやってんじゃねえ。町や部下を守るためにやってるんだからな。ごめんなさい、ちょっとすみません、見せてくださいますか。ん？ お、治癒術か。ありがてえ。え？そこにいるのはレイヴンじゃねえか。何隠れてんで。うちの門が人様のとこで迷惑かけてんじゃあるめえな。迷惑って何よ。ここのままのおとなしくさせるのに頑張ったのよ。主に俺が。え？レイヴンって アルトスクの一員なの？どうもそうらしいな。いて、じいさん、それ反則。うるせえ。ドン・ホワイトホース。なんじゃ。会ったばっかで失礼だけど、あんたに折り入って話がある。若えの、名前は？ユーリだ。ユーリ・ローベル。 ユーリか。おめえがこいつらの頭ってわけだな。最近どう？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 
Oh Gott. Okay. Ja. Hau dich erstmal hier. Oh, perfekt. Autsch. Okay. Schaffen wir den? Nee. Ich sehe gerade, der hat 300. Autsch. やろうども引き上げぞ。すまねえな。給与でダングレストに戻らにゃならねえ。ユニオンを訪ねてくれりゃ優先して話を聞くから、それで勘弁してくれ。いや、約束してもらえるならそれで構わねえよ。俺相手に物おじなしか。てめえらいいギルドになれるぜ。 こっちは結構本気だったんだがな。ギルドか。作るんでしょ。そん時が来たらな。で、どうよ。やっと俺様の偉大さが伝わったかね。偉大なのはレイブンじゃないんじゃない。何をすぐケチつけるんだから。さあ、ダングレストに戻ってドンに会ったらバルボス探しの続きだ。 リタ、ユーリの用事が終わったら私たちはアレクセイに報告へ。リタ、あ、何？ユーリの用事を済ませたらアレクセイに報告に。どうかしました？なんでもない。ほら、戻るわよ。オッケー。 Okay. Aber wir sind wieder draußen, gut. Oh, ich sehe noch irgendwas. Hier waren wir noch nicht, ne? Wo von da? Man muss ja immer gucken, ne? Aber bis jetzt hat es dann noch nie so ausgelohnt. Bei mir sind dann immer so, ja, du kannst ja noch nicht durch, ne? Wir können noch nicht, wir müssen irgendwo anders hin. Dann wurde ich wieder rausgeschmissen. Oder in den meisten Fällen ist nichts da. Also ja. War eben noch da, ja. Juri hat ein Punkt. Von hier kann man, ne? Ja. Was ist da oben? Ich kann nicht von hier. Kann ich da sowieso noch nicht rein, ne? Pass auf. Der Don. Stand vorhin gerade was anderes. Hey, da sind doch diese einen Typen.
知りもしない私たちがあっても相手にしてもらえないかもって思ってましたから。そこがドンのすごいところなんだよ。もう本当にドンはすごいんだから。なんであんたがそんなに自慢するのよ。 Okay, ich speichere mal hier, weil die Typen sehen aus wie diese einen Typen, die uns angegriffen haben. Alter. Bronze. Zink. Wir stehen, ey. Ja, wir sind ja voll geil, also bis auf Yuri. Ja, ganz schön viele von diesen Typen aufgetaucht. Vielleicht sollte ich da nicht hin. Warum? Wieso habe ich nur Schaden bisher? Auch ein bisschen unglücklich, weil gegen so viel auf einmal kämpfen muss. Der eine Typ einfach kam einfach nur so, was ist denn hier los? Ah. Oh, ist das denn für ein Angriff gewesen? Boah. Oh, willst du mich verarschen? So. Wie, ne? Hat konnte nicht mit Cleo auch irgendwie so was? Stereo. Ja, ich habe mir überhaupt schon einige hiervon erledigt. Du komm her. Er läuft einfach und schießt mit seiner Armbrust. Alter. Was ist eine Armbrust? Wie weit, wie viel weiter willst du denn noch wegrennen, ey? Ich wollte nur gucken, was da in diesem Gebiet ist. Wollte nur mal ganz kurz gucken, was da ist. Ey. Oh, die haben viel Erfahrungspunkte gegeben. Sind immer merkwürdiger. アルトスクの幹部クラスだと思うよ。アルトスクの一員で町を離れて仕事するのはドンに信用された一部の人間だけだから。あんなおっさんがね、人は見かけによりませんね。ますます胡散臭くなっただけだけどな。Kann ich rein, alles klar. Na. Diese elenden Mistviecher. So, ja, ich hab, boah. Boah, wir hatten die schon wieder. Warum ist ein Yuri umgekehrt? Er hat ja nur ein KP gehabt, ne? Was ist das? Habe ich schon gewundert. Ja, sind wir beide so am Posen. Ich kann keine Arts einsetzen, wenn ich so angreife. Das stört mich ein bisschen. Bis dann.
So, raus hier, ich will wieder zurück. Zurück in die Stadt. Und nach Hause und eine Pause. Nach Hause und eine Pause. Kochen. Immer noch nicht. Nein, geht weg, ich habe genug. Hey, was ist das denn für ein Viech? Hat schon dagegen gekämpft? Große Nase. Wann ich irgendwie einen SpongeBob in der Szene? Pass bloß auf, Großnase. Ach ja, pass du los aus, Großnase. Ich glaube, Thaddeus und Lauberschrube. Die haben die gleiche Nase, ne? Stimmt eigentlich. Ah. Oh, ich habe nicht genug TP. Boah. Nachdem man mit zwei Schlägen schon umfallen hat, kommt es mich so ein bisschen an, ey. Wo ich denn dann drei Angriffe? Gib da rein. Was ist das? Warum ist dieser eine Schuss überhaupt Regen? Sieht irgendwie nicht aus wie Regen, wenn ihr versteht, was ich meine. Trompetenschnabel. Don Whitehorse. Boah, wo bin ich denn hier schon wieder? Der 300,000 AP oder 300 Millionen。 若い頃には一人でギザギザコーラのまもの、トータスをまとめて100匹倒したこともあったらしいよ。それにダングレストのシルトブラスティア、あれ倒れそうになったのを鎖引っ張って一人で直したって伝説もあるよ。それは化け物だな。でもまあ、いつか勝てるさ、きっと。まだ勝つつもりでいるよ。あの青年負けず嫌いなのね、本当は。 Naja, irgendwann. Als optionaler Boss. Oder Bösewicht, keine Ahnung. Man weiß ja nie. Bei den Spielen immer. So, lass mich hier rein, in Sicherheit. Nein! Ich dachte, ich kann da hochgehen. Aber stimmt. Geht nicht. Okay. Dann gehen wir mal zum... Genau hier. Muss ein paar Heilgegenstände und so kaufen und gucken, ob ich irgendwas mit Synthese herstellen kann. Kann ich jetzt diesen einen Bogen erstellen? Ist das neu? Das mit Power gewaschen. Huf, keine Ahnung. Das sind ja schon wieder neue Sachen. Das sind auf jeden Fall neue Sachen. Ja, schon ausgerüstet. Okay, dann spotten, Geist ausweichen. Da müsste ich extra jetzt hier mittelgroße Tasche. Freude, Freude 2 und Freude 3. Teuer. Hoffen. Kompaktes Schwert, Gladius, das haben wir schon. Den haben wir noch nicht. Hofdreck, Hofdreck. Auch noch nicht. Das sind echt neue Sachen.
Ogre-Axt. EA Kraft, was? EA Sports, it's in the game. Riesengürtel. Kreuzkonter, Spotten. Ja. Boom. Immer Herz plus. Ja. Boom. Und nimm mal einen Geist. Gut. Ihr habt ja jetzt nicht neue Sachen oder so, ne? So, den kaufen wir direkt wieder neu. So, du hast nicht aktuelle Klamotten. Willst mich arschen? So, verdammt, er hat noch nicht alles gelernt. Boah. Oder? Nee, gut, das hat er ja schon. Alles klar. Warte. Da hat er alles. Gut. Oh, gut. So, du nimm das. Sie hat nichts Neues, ne? So, sie hatte was Neues. Magische Betäubung und Spotten 2. Hätte gern das. Die Ogre-Axt. EA-Kraft. Was ist das? Bitteschön. Eine große Tasche, Freude und so. Das sind gute Fähigkeiten. Die tun irgendwie zufällig alles Mögliche hier erhöhen. So. Wechsel in Kampf die gesteuerte Figur, indem du das Menü öffnest und Start drückst. Gut. Ja, Options halt. Oh, ich habe kein Geld. Muss ich wieder Sachen verkaufen? Weiter mal wieder hier ausgiebig. Ja, 3000 braucht ich, ne? Kauf mal, tut mal nur 20. So, habe ich Waffen alles mögliche hier hergestellt. Den habe ich doch, ja. Jeder Peitsche Plus habe ich auch noch nicht. KP Verfassung 3. Okay. Vitalität ist das nicht Dingens hier. Hm. Ich glaube, ich habe ja alles Mögliche, ne? Und sagt mir, da ist alles aktuell, ja. Heiliges Gewand, Dreck. Ruf. Wo kriege ich Rufe, ja? Oder habe ich die schon? Ja, und dass die Dauer der Betäubung 50% reduziert, schütze dich selber. Rüstung erhöht den physischen Angriff. Das hätte ich gerne. Boom. Und boah. Leck mich am. So, Rüstung braucht man ja nicht, um Sachen herzustellen, ne? Aber mir glaube ich gesagt. Spiel. Boom. So, haben wir jetzt alles. So, dann gehen wir uns mal hier hoch rein. Ich sollte vielleicht mal Apfelgummis und also was neu kaufen. Und ja, da wird vielleicht durch Offscreen wieder die ganzen Sachen leveln. Gucken, ob ich irgendwie so Rufe herkriege. Vielleicht haben diese Gegner ja hinterlassen und ich habe es nicht bemerkt. Mal schauen. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter und tun uns eine Gilde erstellen, ne? Ja, gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und ciao, ciao.